Hi Leute und willkommen zurück zu Dark Side des Genesis. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten, glaube ich, nach Eden. Genau. Ich hatte in der Zwischenzeit einmal die Arena Stufe 2 gemacht. Und die Arena Stufe, keine Ahnung, was ist das? 16? Die Rache der Flöhe einmal gemacht, weil man da halt gut die Kerne für den Giftfloh und so weiter bekommen kann. Habe ich natürlich leider nicht geschafft, denn unsere Kraftstufe ist halt nicht hoch genug. Ich habe soweit versucht, eigentlich wieder die Kerne so einzuordnen. Wir haben am Ende vom letzten Part noch mal ein paar gekauft. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Ja, und mir fehlen halt immer wieder so eine, die den Angriffstyp haben. Leider. Ja, die habe ich irgendwie alle mal ein bisschen neu einsortiert. Wir haben auch noch zig große und paar kleine Kerne, aber die kann ich halt alle nicht so platzieren, dass die dann die volle Wirkung bringen. Das ist leider sehr, sehr schade. Aber egal, es müsste jetzt eigentlich so gehen. Ich habe auch noch eine Sammlung für War und Drive. Einmal das den vollen Gesundheitsstein gekauft, was die 5.000 gekostet hat, 5.000 Seelen oder so. Die Seelen hatte ich durch die Arena-Kämpfe zusammen. Und ja, jetzt gehen wir mal nach Eden Prime. Okay, keine Cutscene, kein gar nichts. Ich bin beunruhigt. Aha. Eden, es brennt noch immer nach all der Zeit. Dieser Ort ist ein Grab. Hier sollte niemand sein, auch wir nicht. Grab, unser Grab. Kommt, ruht bei uns, Brüder. Ruhe. Nephilim, das kann nicht sein. Etwas hat sie zurückgebracht. Oder jemand. Ich tippe auf Lucifer. Einfältige Kreatur, eure Brüder und Schwestern leben durch meinen Willen. Und sterben durch meinen Willen, den Willen Astartes. Astarte, du warst ein Engel, mit dem Schutz Edens betraut. Lucifer zeigte mir einen neuen Weg. Einen Weg, diesem Friedhof endlich zu entkommen. Ihr jedoch werdet hier inmitten der Toten begraben. Aha. Das habt ihr selbst zu verantworten. Erhebt euch! Das ist ein Battle nach meinem Geschmack. Einfach nur drauf schießen. Ich stutze dir die Flügel. Ha.
Hallo? Sofort mein Pferd aus wieder dem Weg. Hin. Nephilim, verdammt, Astarte. Nephilim, verdammt, Astarte. RIP, richtig hart reingehauen, der Typ. Vorsicht, sie bündelt Energie. Was leuchtet da? Oh, Verräter! Ich rufe die Toten! Bei meiner Macht erhebt euch! Zwing mich nicht abzusteigen. Gerechtigkeit! Du hast gesagt, du sollst mich nicht zwingen. Aus dem Weg! So regnet halt Feuer vom Himmel, ich denke auch. Vorsicht, sie bündelt Energie. Vorsicht, sie bündelt Energie. Schneller! Natürlich ist sie in die andere Richtung gerannt. Nephilim, verdammt, Astarte! Aus dem Weg! Grüß deine Mutter von mir. Oh, ich muss... Aus dem Weg! Was leuchtet da? Eden wird euer Grab! Wissen, was hier ist. Ist das? Aber ich kann da nichts dran machen. Ist das Problem? Bei meiner Macht erhebt euch! Oh, es gibt... Okay. Hier hast du deine Rache, Monster. Vorsicht, ob. Sie bündelt Energie. Bam, bam, Mistka. Nephilim, verdammt, Astarte. Komm, geh. Natürlich springt er genau in mich rein. Schlabau. Nephilim, verdammt, Astarte. Das war ein Fehler. Aus dem Weg.
So. Ich strecke euch nieder für den Nephilim. Ach so, ja, ja. Was leuchtet da? Was leuchtet da? Zwingt mich halt dazu. Sie erweckt die Toten. Ich rufe die Toten. Ich wollte für die Nephilim. Ich war nicht stark genug. Inferno-Engel. Nahkampfangriffe haben eine Chance von 500 Munition zu erzeugen. Quest abgeschlossen. Nice. Kreaturenkind. Nephilim Schläge. Angriffskraft plus 5%. Gesundheit geht halt runter, ne? Du warst was für ein Slot? Du warst so ein Slot. Ah ja, 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 ja. Da hatte ich nichts, was ich unbedingt dahin haben wollte, ne? Genau, da hatte ich nichts, was ich da unbedingt hinhaben wollte. Oh Gott, 10 Angriffskraft mehr. 10,5. Dafür 45 und 30%. 30. Ja, komm. Die anderen. Das Herz. So. Nein! Ich wollte doch Rache! Du hast unsere gefallenen Brüder zu deinen Marionetten gemacht. Dafür bezahlst du, du elendes Monster. Ich will sie ebenso tot sehen wie du, Bruder. Doch verlieren wir nicht den Kopf. Der Rat wird antworten wollen. Oh, ihr wagt es, mich Monster zu nennen. Doch was ist mit dem Blut an euren Händen? Kein Wort mehr, Engel. Ihr seid nichts weiter als Schlechter. Dreckige Verräter, die ihresgleichen vernichtet haben. Und wofür? Das Gleichgewicht? Ich bedauere euch, Reiter. Und du, Strife, ich kenne deine Vergangenheit. Wir hätten nichts von ihr lernen können. Suchen wir andere Spuren zu Lucifer und seinen Geschäften. Das war... War, hör mal, was sie gesagt hat. Welches Geheimnis sie auch kannte, ich höre es lieber aus deinem Mund. Eines Tages erzähle ich dir alles. Ich auch, eines Tages. Bam. Astrate, Tobsucht. Der Weg zum Ziel explodiert mit Verzögerung und führt je nach Zornkraft sehr leichten Schaden. Was? Sehr leichten? Hä? Okay. Weltenende, vom Weltenende getötete Gegner explodieren im Radius.
Ist jetzt nicht unbedingt gut. Würde das helfen? Bin mir echt nicht sicher. Im Kreis. Besiege Astrate, bevor sie den Scheiterhaufen 20 Mal umkreist. Ja, haben wir schon bekommen. Besiege Astrate gefangen. Genau. Also wenn ich ihren Kristall, ihren Kern benutze, würden alle Gegner, auf die ich schieße, mit dem Mega-Laser explodieren. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und was war das zweite? Tobsucht. Der Weg zum Ziel explodiert mit Verzögerung. Oh, wir haben jetzt schon Stufe 2 sogar von dem Ding, weil wir es einmal sie besiegt haben und einmal als Belohnung bekommen haben. Okay. Ja, Wetten in der getötete explodierende Radius, genau. Was? Ich bin wie ein Plepp. Was ist? Was ist denn dieses Tobsucht-Ding? Keine Ahnung. Ist egal, wir haben es geschafft erstmal und jetzt brauchen wir wieder einen neuen Plan. Fevelutz verfinden. Können sich einfach nicht beherrschen, die Leute. Es ist so wie befürchtet. Eden wird von Luzifers dunklem Einfluss verdorben. Er ist noch nicht fertig mit dieser toten Welt. Sie birgt noch viele Geheimnisse, die er für sich nutzen könnte. Inzwischen sind andere über Luzifers Pfad nach Eden gelangt und helfen ihm. Dann müssen wir den Pfad kappen. Keine leichte Aufgabe. Dazu ist erst einmal ein Objekt von immenser Engelskraft nötig. Und welcher Engel würde uns schon helfen? Kein Lebender, aber der Himmel hat seine mächtigsten Waffen gegen die Nephilim in Eden aufgefahren. Vielleicht findet ihr dort unter den Toten ein solches Relikt. Ja, der Ältestenstein. Ältesten was? Der Ältestenstein ist göttliche Kraft in ihrer reinsten Form. Bringt ihn mir. Vielleicht können wir Luzifers Tor dann versiegeln. Also zurück nach Eden. Toll.
weiter. Willkommen. 7. Ich könnte noch mal so einen Zornstein. Ah, nur für einen. Verdammt. Trankfluss kostet 8. Nur noch ein paar Seelen. Köstliche, köstliche Seelen. Oh, hier gibt wieder eine Menge zu tun und eine Menge neue Kreaturenkerne. Das ist schön. Vielleicht finden wir endlich unsere Angriffskerne, die wir bitte brauchen. Bitte lass uns nie wieder hierher kommen. Einverstanden. Holen wir uns den ältesten Stein, damit wir hier weg können. Paddy. Hallo? In den Dreck. Haben die keine Kreaturenkerne? Also der gemein. Okay, wir sind bei 8. Ha, ich bin wieder da. Was kann ich für euch tun? Ja, lasst uns handeln. Tötet viele. Das nützt uns allen. Es klopft an der Tür. Gehe ich jetzt runter oder bleibe ich hier? Frage selber beantwortet, ich bleibe hier. Geht doch. Zornkraft plus 1% Wurmmade. Lol, als Finisher kann er die wegkicken. Ja, Wurmmade ist ein Angriffstyp. Geil. Geil. Dann kriegt er die jetzt. Hallo? Jetzt. Okay. Also so könnt ihr auch Seelen farmen, ne? Na, nächstes Mal erschieße ich sie. Nein, sowas macht man nicht. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit diese Wurmviecher so versuchen zu farmen. Oh, guck mal hier, ein toter Engel. Na? Wo? Wollen wir wissen, was da passiert hier, ja, ne? Warte.
Und jetzt? Verräter! Versinkt mit den anderen Nephilim in Vergessenheit! War, kommen dir diese Engel auch merkwürdig vor? Was auch immer Lucifer mit seiner Verderbnis hier angerichtet hat, wir müssen es beenden. Ja, angefangen bei denen. Ja, Bingo. Verdorbene Engel. Ihr habt uns alle verdammt! Grüß den Schöpfer von mir! Reiter, ihr wagt euch wieder hierher? Abaddon. Du sitzt wohl noch immer hier fest. Wir sind nicht freiwillig zurückgekehrt. Du bist seit dem Krieg hier? Seit dem Massaker, ja. Mir obliegt es, dieses Reich vor neuen Invasionen zu beschützen. Und seine Geheimnisse vor Heiden wie euch. Wir sind wegen Lucifer hier. Wie es aussieht, bist du ihm schon begegnet. Er hat meine Truppen überwältigt. Verderbnis in unseren Reihen gesät. Selbst Astarte, meine größte Kriegerin, wurde... Um Astarte haben wir uns gekümmert. Sie quält die Toten jetzt nicht mehr. Ich sollte euch wohl danken. Das Monster, das ihr saht, war nicht Astarte. Sie war mehr als eine Soldatin für mich. Ich hätte nicht die Kraft gefunden, sie als Feind zu erschlagen. Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Doch das Böse verdirbt unsere Reihen weiterhin. Verderbte Engel überwältigen unsere Truppen. Sie zu vernichten wäre eine Gnade. Und es würde Luzifers Plänen hier schaden. Tut dies! Ich suche derweil die Quelle der Verderbnis. Wir beseitigen jede Verderbnis, die wir finden, solange sie unsere Mission nicht verzögert. Also eine Verrückte. Davon haben wir neuerdings viele. Okay. Das ist ein Herzding. Erhöht das Munitionskapazität. Das könnte. Ach so, ja, hier. Das Ding bekommt man, wenn man in der Arena diesen Flohkampf auf Stufe 16 macht, den Flohriesen. Komm, wir machen jetzt hier den rein. Für mehr Muni und mehr Schaden. Dann machen wir den Flohriesen rein. Weil, wie war das? In den unteren Slots ist das egal. Ich glaube, in diesen hier, die dieses andere Symbol hier haben, das ist. Da ist das egal. Da muss halt nur entsprechende Stufe der Stein haben. Genau, aber der Typ von dem Stein ist egal. Kisten. Ich habe euch gesehen. Ihr könnt euch nicht verstecken.
wie nix drinne. Die haben hier nix. Also das ist enttäuschend. Sehr enttäuschend. Guten Tag, ich möchte durch. Halt, stopp. Verschwinde! Nur noch Dunkelheit! Gefallene. Das ist das Ende! Euch zu danken, fällt mir nicht leicht. Doch ihr habt mir geholfen und meine Engel beschützt. Das macht uns wohl zu Verbündeten. Wir kämpfen stets für das Gleichgewicht. Die Dämonen werden mit jedem Tag verwegener. Lange hält dieses empfindliche Gleichgewicht nicht mehr. Oh, das liebe ich so an dir, Abaddon. Du siehst immer alles so positiv. Ich habe direkt an den Münzen des Fährmanns vorbeigesprungen, an allen. Hallo? Danke. Passt. Jetzt können wir kämpfen. So gefällt mir das. Irgendwas haben wir bekommen. Ach, dafür, dass wir die Engel gerettet haben. Okay, ja, ja. Gefallene. Erhöht die Menge hinterlassener Munition. Nochmal? Tja, da. Take it. So. Upgrade. Upgrade, 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 upgrade. Ätherfunke. Beim Einsatz auf einer Ätherplattform wird ein Funke abgeschossen, der gelenkt werden kann, um Ätherkonsolen zu aktivieren. Außerhalb einer Ätherplattform wirkt ein Funke aus kurzer Distanz abgefeuert, der Gegner behindert. Aha. Ah, dieses Wanddings. Warte, Maus. Das Wandding, sowas habe ich schon mal gesehen, wo ich nicht wusste, was man damit anfängt. Das ist cool. Auf jeden Fall, ja. Ich bin kein Experte, aber das muss der Ältestenstein sein. Er birgt genug göttliche Macht, um Welten zu formen. Seine Handhabung erfordert Bedacht. Große Macht? Verantwortung? Bekomme ich hin. Mörder! Wir werden Astarte rächen! Eure Anwesenheit entehrt diesen Ort. Jetzt nervt's mich. Thank you.
Na, geh ins Licht. Engelsstreit. Sprinten fügt je nach Angriffskraft minimalen Schaden zu. Heute geht ab. Minimalen, leichten, sehr leichten und leichten. Okay. Da sollen wir das benutzen, ne? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Warte. Ich versteh's nicht. Ich dachte, man muss es mit dem rechten Stick abschießen und mit dem rechten Stick dann auch lenken. Nee, man muss das mit dem linken Stick dann auch lenken. Kehren wir zurück. Wulgrim kann sich bereit machen. Reiter, wartet! Leiht uns eure Kraft! Helft mir, diesen Ort zu reinigen! Ich finde, wir haben für heute genug aufgeräumt. Wir könnten es beenden, Strife. Vielleicht finden auch unsere gefallenen Brüder Frieden. Ich will wirklich nicht hierbleiben. Du etwa? Und je mehr Zeit wir hier vergeuden, desto weiter entkommt Lucifer. Hört zu! Auf diesem Turm haust eine Abscheulichkeit. Er streut Verderbnis unter meinen Brüdern und Schwestern. Ich wage nicht, noch mehr Soldaten zu entsenden. Alle, die fallen, kämpfen danach auf seiner Seite. Bitte! Steigt auf den Turm und vernichtet ihn. Wir erledigen das. Ach so. Das Ding wird immer schneller. Warum wird das schneller? Das nimmt Momentum auf, umso länger das. Wow. Du darfst auch nicht gegen Äste oder so fahren. Hä? Wie macht man das mit der Maus? Gar nicht. Ich dachte, mit der Maus würde ich das einfacher lenken können.
Und hier ist einfach nur so zum Gucken, ja. Okay, dann gucken wir noch mal alle hoch. Verdammt. Bam bam, Mistka. Okay. Jawohl. Nein, nicht runterfallen. Junge. Ich habe schon wieder eine Münze vergessen. Warte. Okay, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.